Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute auch wieder mit einem sehr gefragten Thema, denn ich werde wirklich immer von euch so oft gefragt, was genau ich jetzt eigentlich studiere und wo und wie und ja, alles Mögliche. Auf jeden Fall kommen halt immer wieder Fragen zu meinem Studiengang. Und weil ich auch einfach so oft die gleichen Fragen gestellt kriege, dachte ich, es muss einfach mal ein Video darüber geben, damit es auch wirklich für alle klar ist, was ich genau mache. Ich kriege natürlich kein Geld oder irgendwie sowas von meiner Uni dafür, dass ich dieses Video mache. Ich habe lediglich den Leiter des Bachelorstudiengangs gefragt, ob es irgendwie ein Problem damit gäbe, wenn ich für meinen privaten YouTube-Kanal ein Video über den Studiengang mache. Nein, es gibt kein Problem und deswegen gibt es jetzt heute dieses Video. Ich erzähle euch einfach nur so ein bisschen, was ich mache, meine Erfahrungen, ja, und so weiter und so fort. Viel Spaß mit dem Video. Also, ich studiere den Bachelor Moderne Ostasienstudien an der Universität Duisburg-Essen. Wenn man hört Moderne Ostasienstudien, weiß man natürlich nicht sofort, was man da jetzt genau macht. Und ich werde auch öfter mal, ja, ganz schön doof angeguckt, wenn ich erzähle, was ich studiere. Das ist für mich nämlich eine Kombination aus Japanisch und Wirtschaftswissenschaften. Bei dem Studiengang müsst ihr ganz am Anfang zwei Entscheidungen treffen. Nämlich entscheidet ihr euch erstens für eine ostasiatische Sprache. Es gibt Japanisch, Chinesisch und mittlerweile auch Koreanisch. Koreanisch war bei mir damals, als ich angefangen habe, noch keine Option. Mittlerweile wird das aber auch angeboten. So, wenn ihr diese Entscheidung getroffen habt, entscheidet ihr euch auch noch zwischen Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politik. Der Bachelor ist ein vierjähriger Bachelor, also 8 Semester, weil ihr erst 2 Jahre, also 4 Semester in Deutschland verbringt, danach 2 Semester an einer japanischen, chinesischen oder koreanischen Uni und danach nochmal 2 Semester in Deutschland. Ich war während meines Auslandsjahres eben in Japan natürlich, also wenn ihr Japanisch studiert, geht ihr auch nach Japan. Es gibt jetzt irgendwie dann nicht die Option zu sagen, ich gehe jetzt aber lieber nach Korea oder so. Ihr solltet schon das Auslandsjahr dann in dem Land verbringen, dessen Sprache ihr eben auch lernt. Und da hat die Uni wirklich ganz, ganz viele Partnerunis, vor allem in Japan, wirklich sehr viele. Ich war an der Sophia-Universität in Tokio. Falls ihr meine Vlogs und anderen Videos aus der Zeit noch nicht gesehen habt, ist alles auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere. Es gibt in Japan zum Beispiel in Yokohama, also die Kanagawa-Uni, Kyoto, Fukuoka, Yamagata, mittlerweile auch Sapporo. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist wirklich eine sehr coole Sache. Man kann nämlich dann so Präferenzen angeben, also wenn jetzt zum Beispiel alle nach Tokio wollen, dann geht das natürlich nicht. Es gibt natürlich nur bestimmte Plätze an den Partneruniversitäten, aber ihr könnt dann halt eine Präferenz angeben, erstens, zweitens, drittens. Und ja, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr eben eure Wunschuni. Ich hatte Glück, ich wollte gerne nach Tokio, weil ich vorher noch nie in Japan war. Und ja, ich habe meine Wunschuni eben gekriegt. Und das war auch eine sehr krasse und coole Erfahrung, einfach dann wirklich ein Jahr da zu sein und da die Sprache nochmal besser zu lernen und so. Ich hatte da noch einen sehr intensiven Sprachkurs, für den ich auch sehr, sehr viel machen musste, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt, finde ich. Ihr werdet aber auch in den ersten beiden Jahren in Deutschland schon sehr gut auf das Auslandsjahr vorbereitet. Also erstmal habt ihr den total intensiven Sprachkurs. Also ich glaube, wir hatten 4 bis 5 Mal die Woche sogar in den ersten Semestern, ja, einen Japanisch-Intensivkurs mit allem möglichen Drum und Dran und Tests und Klausuren und Lesen, Schreiben, Sprechen, alles Mögliche. Also ihr lernt die Sprache da wirklich schon sehr intensiv. Dann habt ihr natürlich euren anderen Wahlbereich, also die Disziplin, für die ihr euch entschieden habt. Ich habe ja Wirtschaft und das ist dann jetzt nicht irgendwie so Wirtschaft nur auf Japan ausgelegt oder so, sondern ihr habt dann einfach mit den normalen BWLern, ja, bestimmte BWL-Kurse und halt auch VWL. Also es ist jetzt nicht alles nur BWL, sondern ja, bestimmte ausgewählte Kurse, die normale BWLer halt eben auch machen müssen. Dann gibt es aber auch noch Regionalstudien und zwar ist das dann sowas wie Vorbereitung aufs Auslandsjahr. Man lernt eben noch so ein bisschen mehr auch über die Kultur, also auch was man in Japan machen sollte, was man lieber unterlassen sollte, haben wir in einem Kurs gelernt. Dann aber auch noch sowas wie Geschichte Japans, Chinas und Koreas, so dass man da auch ein bisschen mehr halt eben noch informiert ist. Das reicht ja nicht, einfach nur die Sprache
zu können. Man muss sich ja auch, wenn man moderne Ostasien-Studien studiert, auch ein bisschen natürlich auch noch mit der Region Ostasien eben beschäftigen. Da haben wir wirklich alles Mögliche gelernt. Und dann gibt es halt auch noch wieder Kurse, die dann auch auf eure Disziplinen ausgelegt sind. Also zum Beispiel Einführung in die Wirtschaft Japans, Einführung in die Wirtschaft Chinas und so weiter. Also ihr habt da schon Optionen zu wählen, aber es macht natürlich auch dann immer am meisten Sinn, auch die Kurse zu machen, die halt dann für mich zum Beispiel mit Japanisch und Wirtschaft zu tun haben. Für Leute, die zum Beispiel Chinesisch und Soziologie studieren, macht es dann natürlich auch mehr Sinn, die Kurse zu wählen, die halt thematisch da angrenzen. Man zahlt natürlich auch an der Partneruniversität keine Studiengebühren, ansonsten sind Studiengebühren ja auch in Japan super, super hoch, aber die werden einem eben unterlassen. Auch ansonsten hat die Uni halt sehr, sehr viel geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie einfach gesagt kriegt, hier organisiert man ein Auslandsjahr, sondern da wird einem wirklich sehr, 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 sehr viel geholfen. Das ist also auch kein Punkt, um den man sich da irgendwie Sorgen machen muss. Also man wird schon gut betreut. Dadurch, dass der Studiengang auch relativ klein ist, ist natürlich das auch alles nicht so anonym. Jeder kennt jeden irgendwie. Das fand ich auch immer ganz cool eigentlich. Man kennt die Dozenten kennen einen auch. Das fand ich auch immer sehr vorteilhaft. Wir waren ganz am Anfang irgendwie 70 Leute. Aber natürlich sind dann auch nach dem ersten Semester schon sehr viele gegangen. Ist ja oft so, ist bei jedem Studiengang so, dass man vielleicht nach dem Semester merkt, okay, das ist doch nichts für mich und man dann halt nochmal abbricht. Und ja, so hat sich dann auch noch ein bisschen aussortiert und dann waren wir halt vor allem so im Japanischunterricht einfach wie so eine Schulklasse. So von der Größe her irgendwann. Ja, dann natürlich kommt der spannendste Teil im 5. und 6. Semester, das Auslandsjahr. Dort müsst ihr dann auch noch zusätzlich als Studienleistung entweder ein Studienprojekt machen, also irgendwie ein Thema, eine Fragestellung, die euch interessiert, dann macht ihr vielleicht eine Umfrage dazu und ja, wertet das alles ein bisschen aus und schreibt dann am Ende darüber einen Bericht. Oder ihr macht ein Praktikum irgendwie noch nebenbei oder in den Semesterferien oder so. Ich habe damals ein Studienprojekt gemacht, weil ich es zeitlich mit dem Praktikum nicht geschafft habe, weil ich einfach sehr, sehr, sehr viel zu tun hatte mit meinem Sprachkurs in Japanisch, aber das ist dann wirklich vollkommen euch überlassen. Ja, genaueres zum Auslandsjahr muss ich jetzt, glaube ich, nicht erzählen. Viele von euch haben wahrscheinlich auch meine Vlogs und so damals gesehen. Das ist dann auch von Uni zu Uni unterschiedlich, aber meistens seid ihr dann irgendwie in Studentenwohnheimen untergebracht und so und ja, habt eine bestimmte Anzahl an Credit Points, die ihr halt irgendwie machen müsst. Bei mir war es dann eben durch einen Japanisch-Intensivkurs erledigt und noch einen anderen Kurs hatte ich da, irgendwie interkulturelle Kommunikation oder so. Und somit absolviert ihr dann eben ein Auslandsjahr. Und dann seid ihr noch im 7. und 8. Semester eben wieder an der Uni Duisburg, beziehungsweise Duisburg-Essen. Das ist ja eine Uni mittlerweile, die zwei Campi hat. Man hat aber eigentlich so gut wie alles in Duisburg, eigentlich alles, wenn man sich für den Studiengang entscheidet. Und dann habt ihr nochmal, ja, das 7. Semester einen Japanischkurs und müsst noch ein paar andere Module machen und auch noch was von Wirtschaft und ja, ein paar Sachen stehen dann halt eben noch an und Nachbereitung Auslandsjahr. Ihr müsst einen Vortrag halten, so eine kleine Präsentation, wie es war und ja, natürlich den Bericht abgeben und alles Mögliche. Und dann sollte das Studium nach 8 Semestern beendet sein. Ist es bei mir nicht. Ich bin mittlerweile im 10., weil ich mich freiwillig dazu entschieden habe, noch ein Praktikum zu machen, eben weil ich das ja nicht geschafft habe während meines Auslandsjahres an der Sophia-Uni. Ich war, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, jetzt nochmal ein halbes Jahr in Japan, um eben Praktikum zu machen und bin jetzt so seit einem Monat ungefähr wieder hier. Und deswegen, ja, habe ich jetzt sozusagen dann um ein Jahr verlängert, halbes Jahr Praktikum und ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Ja, und dann schreibt ihr eure Bachelorarbeit und dann seid ihr fertig. Und dann habt ihr am Ende einen Bachelor of Arts in moderne Ostasienstudien. Eine Frage, die ich auch öfter gestellt kriege, der Studiengang ist nicht zulassungsfrei. Das heißt, ihr müsst euch bewerben und natürlich wird nicht jeder angenommen. Dadurch, dass der Studiengang eben ja auch relativ klein ist. Der ist jetzt aber nicht so mega hoch. Er ist jetzt auch jedes Jahr natürlich anders, weil sich ja auch immer ein bisschen daran richtet, wer sich da so bewirbt. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, der liegt bei, keine Ahnung, aber der liegt meistens so bei 2, irgendwas und es gibt ja auch ein Hauptverfahren und ein Nachrückverfahren und bei mir zumindest damals sind auch noch Leute mit einem Abischnitt von 3,0 oder so nachgerückt, aber ich habe auch im Wintersemester 13/14 angefangen, deswegen das ist natürlich jetzt auch schon wieder 5 Jahre her fast. Ach du Scheiße. Ist jetzt aber nicht so, dass ihr keine Chance habt, angenommen zu werden, wenn ihr jetzt irgendwie keinen Einserschnitt habt oder so.
Ja, dann noch meine allerliebste Lieblingsfrage. Was macht man denn eigentlich dann mit sowas? Ja, ihr seid dann eben Experte für die ostasiatische Region, spezialisiert auf euer Land und habt natürlich dann ja auch noch entweder Soziologie, Politik oder Wirtschaft studiert. Natürlich nicht im vollen Maße, wie jetzt zum Beispiel in Wirtschaft ein kompletter BWLer. Aber ihr seid eben diese Schnittstelle und zum Beispiel kann man sich in japanischen Firmen in Deutschland oder in anderen Ländern oder auch in Japan bewerben. Mittlerweile machen auch einige ihren Master, so vielleicht in China oder Japan oder arbeiten in China oder Japan. Wie gesagt, ich habe eben auch eine Praktikumsstelle gekriegt. Wenn man sagt, ich studiere moderne Ostasienstudien, dann klingt das irgendwie erst so immer so, als würde man den ganzen Tag nur Mangas lesen. Aber das ist absolut nicht so. Ich finde schon, dass man da echt einiges gelernt hat. Ja, ich will mich jetzt auch für Masterstudiengänge bewerben und da eben nochmal ein bisschen meine Wirtschaftskenntnisse vertiefen, weil man ja auch eben mit dem modernen Ostasienstudium nicht so viel BWL macht jetzt wie ein normaler BWLer. Und deswegen wollte ich gerne, wenn es irgendwie klappt, wenn ich angenommen werde, eben sowas wie International Business im Master machen. Es gibt aber auch einen Master zu unserem Studiengang. Der ist auch mit Sicherheit ganz gut, aber halt ich persönlich würde jetzt gerne noch ein bisschen meine Wirtschaftskenntnisse vertiefen. Aber ja, das ist so das Wichtigste zu dem Studiengang, finde ich. Und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Also jetzt, wo ich fast fertig bin, ich bin jetzt am Ende meines Studiums, rückblickend auf die 5 Jahre, die ich jetzt an der Uni bin, würde ich sagen, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe Japanisch super gelernt. Ich habe ein Jahr in Japan verbringen können und das zu wirklich niedrigen Kosten. Also so günstig nach Japan zu kommen, mit so viel Unterstützung von der Uni und halt ohne Studiengebühren und so, ist halt wirklich echt eine super Chance gewesen. Und ja, ich würde den Studiengang auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Seite vom Studiengang in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich empfehle das gerade alles nur, weil ich wirklich so denke, ich werde nicht irgendwie von der Uni bezahlt oder so, dass ich das jetzt hier sage. Da hat meine Uni überhaupt nichts mit zu tun. Ich dachte mir nur, ich informiere euch einfach mal ein bisschen, weil ich eben so viele Fragen zu dem Thema kriege. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich versuche, so gut wie es geht, darauf zu antworten. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns irgendwann ja mal an der Uni in Duisburg. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!